So, meine Lieben, und damit grüße ich euch und sage herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Formel 1, die Karriere. Und wir machen weiter mit Malaysia. Wir haben ja letztes Mal es war im August Australien gefahren. Und jetzt geht's auf Malaysia zu. Wir checken nochmal eben ganz kurz ab, wie sind denn die Informationen zum Rennen? Regen im Qualifying und Sonntag ist es trocken. Dann würde ich sagen, 5,5 Kilometer, das sind, glaube ich, 56 Runden. Wenn mich da nicht alles täuscht. So, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Führungsrunden 34. Boxenstopps 9. Regen ist angesagt. Dann wollen wir noch mal schauen. Ich gehe ganz kurz mit euch das Setup durch, damit wir ganz schnell auf die Strecke kommen. Damit wir auch keine Zeit verlieren. Muss gerade mal eben noch mal die Kamera nachgucken. Sah so aus, als ob da irgendwie der Greenscreen nicht ganz sitzt. So, wir gehen mal ganz kurz drauf. 64% Regenwahrscheinlichkeit. 29 im Rennen. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Trocken. Ich habe nämlich nur ein Trocken-Setup. Aerodynamik 4-3. Bremsen 55, 45 im Mittel. 4-3 bei Balance. Aufhängung 8, 6, 3 und 2. Motorblock. Hier machen wir mal eben wieder 10 Runden rein. Obwohl ich glaube, ich keine 10 Runden oder keine 10 Runden brauche. Wir lassen mal bei 5. Ja, ein bisschen fixer. Und die Spurtreue einmal. Dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Ich hatte jetzt nicht wegen den Reifen nachgeguckt. Ich habe jetzt direkt instant gestartet, wie ich beim letzten Mal sagen wollte. So, weil beim letzten Mal habe ich ja gesagt, da bin ich ja auf harten Reifen im Rennen gestartet, obwohl ich eigentlich weich in der letzten im Qualifying Q3 unterwegs war. Und da wusste ich halt nicht genau, warum bin ich jetzt auf harten unterwegs. Und es war so ein bisschen komisch. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich gucke beim oder zum nächsten Mal rennt mal nach. Und das habe ich jetzt nicht getan. Ich habe jetzt instant einfach gestartet, dass ich halt die Aufnahmen im Kasten habe, dass ich gleich in Ruhe einiges schneiden kann. Ich habe noch einiges zu tun. Da wollte ich die Aufnahme noch schnell in den Kasten bringen, dass ich das auf jeden Fall erstmal so ein bisschen schon mal weg habe. So, und ja, Regen-Setup, das wird auf jeden Fall interessant. Mein Plan wird sein, da ich im Regen absolut kacke bin. Also ich bin im Regen wirklich nicht gut unterwegs. Obwohl es best gestern auf Australien ging, wo ich da bei Regen gefahren bin, mit einem Kollegen, da ging das. Aber normalerweise im Regen bin ich richtig kacke. Da verliere ich echt viel Zeit, da bin ich absolut langsam unterwegs. Da kann man mich absolut in die Tonne kloppen. Und mein Ziel wird sein, wir haben ja Reifenprobleme. Das hatten wir schon gesehen bei Australien. So ein bisschen. Und dementsprechend versuche ich wieder so eine Drei-Stopp-Strategie zu machen. Jedoch versuche ich vorne wegzufahren am Anfang. Also ich nehme jetzt gleich für die nächste Kurve nämlich wieder weiche Reifen. Wow, scheiße hier. Ich versuche halt erstmal nach vorne zu kommen. Plätze gut zu machen. Richtung Startplatz 1 zu fahren. Da ich die Strecke aber jetzt gerade noch nicht gefahren bin. Also weder im Test oder noch was. Ich bin jetzt direkt aus dem Endbildschirm von der letzten Aufnahme direkt hier reingesprungen. Habe ich jetzt keine Runde hier drauf verbracht. Kann also nicht sagen, ob ich jetzt gut oder schlecht bin. Lass ihn mal kurz durch. Ich brauche mal eben Zeit.
Und da ich hier mit Weichen sowieso deutlich besser unterwegs bin als mit den... Alter! Wie mich das mit diesen Überrundungen oder Überholen so auf dem... Nee. Ich mache jetzt hier ein Rennen gegen Sutil. Gegen Sutil! Wer hat die erste Zeit gefahren? Ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwie an Sutil noch vorbeikomme, dann habe ich eine Zeit, die einigermaßen passen könnte. Weil es ist Sutil, der fährt halt langsame Zeiten. Mann. Dankeschön. 1,45 wäre mir trotzdem lieber. Gut. Kampf mit Sutil, zwei andere, die noch in der Einführungsrunde waren. In der Outlap. Aber Button weiß auch nicht, wohin mit sich. Die. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten drei Runden rein. Die wissen einfach nicht, wohin mit sich. Hier, bestes Beispiel. Die rammen sich fast gegenseitig weg. Nein, mir sollte es nicht egal sein, weil ich muss gleich noch gegen die fahren und Rundenzeiten fahren und so. Echt, ich bin nur so ein Tacken schneller. Boah, ist das kacke. Fahr ich eine Scheißzeit. Obwohl, alle anderen fahren gerade langsamer als ich, das ist gut. Schnell, einbiegen, einbiegen. Gas geben. Leichter Regen, ich will keinen leichten Regen. Ich will das Qualify mal eben schnell zu Ende machen. Ich sag mal so, die Zeit wird dann wohl reichen. Deswegen, dann fahre ich jetzt in die Box und chill mir erstmal meine Nuggets dort. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Wäre auch kacke, wenn sie es nicht wäre. Hier, machen die immer nur eine Runde danach erstmal so Runde Pause? Boah, ey, so erstmal so. Boah, ich habe eine Runde gefahren. Geil. Oh, mein Tuch liegt auf Boden. Egal. Oder wie machen die das? Leichter Regen in 10 Minuten. Oh, die sind aber schnell rumgegangen. Die 10 Minuten sind aber wirklich fix rumgegangen. Naja. Felipe ist auf Platz 3. Selbst Rosberg ist langsamer als ich. Was ist los in dem Game? Naja, wir fahren jetzt an die Box, wie ich ja sagte. Die Boxen einfach, das ist so lang, ne? Das ist Wahnsinn. Hier bin ich echt am überlegen, Zwei-Stopp-Strategie zu fahren. Einfach weich, hart, hart, wenn es geht. Weil du kommst, also diese Boxenfahrt ist einfach irre lang. Du kommst da einfach nicht vernünftig durch.
also in einem vernünftigen Zeitfenster. Das muss, die Scheiße musst du ja auf, auch aufholen, die Zeit. Und das geht gar nicht, das geht einfach gar nicht. Naja, wir haben jetzt eine gute Zeit gefahren. Schon mal eben hier rüber zu unserem Teamkollegen. Ja gut, Podien haben wir halt leider nicht bekommen. Schade. Also, wir sind ein bisschen schneller als er, das heißt, passt schon. Wir sind ja immer noch Position 1. Kann man das gerade sehen? Gut. Ich dachte gerade Interface. Weil das habe ich leider anmachen müssen gestern. So. Ja, Bestzeit haben wir gefahren. Keine Bestzeit in irgendeinem Sektor. Alleine Sektor 2, da falle ich am meisten Zeit drin. Auf dieser Strecke Sektor 2. Wegen dieser einen langen, wegen der schnellen Kurve. Die schnelle Rechtskurve. Da falle ich am meisten Zeit. Im Rossberg, boah. Der ist echt nah hinter mir. Massa ist an der Box, Alonso ist an der Box. Ja, die kämpfen drum. Aber ich glaube, da tut sie auch nicht viel. Wir überspringen einfach mal ein bisschen Zeit. Wenn das mal hier funktionieren würde. Alter, da werden wir locker in Q2 kommen. Der eine hat 5 Runden gemacht. Alter, Alter, Renndirektor irgendwas gesagt? Was, härtere Mischung? Verne und Grosjean sind auf weich unterwegs gewesen, alles klar. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Q2. Oh nein, sag nicht, es regnet schon. Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Nehmen wir die Intermediates dafür. Wir ändern nichts am Fahrzeug. Fahren aber jetzt so schnell wie möglich raus. Los Leute, macht Reifen drauf. Ich will rausfahren. Solange es jetzt noch nicht ganz so fett regnet, können wir eine gute Zeit fahren. Ich weiß nicht, wie sich die hier schon drauf verhalten. Schauen wir mal erstmal auf die Temperatur. Ich glaube, die NPCs konnten sich auch nicht entscheiden, was für eine Reifenmischung sie nehmen. Weil es war noch keiner draußen. Normalerweise fahren die doch instant raus. Ah, es ist noch nicht nass genug. Es ist nicht nass genug, schade. Ich dachte, es ist schon nass genug draußen. Du hast zwar nicht viel gesehen. Ich überlege jetzt gerade echt instant wieder reinzufahren, um mir mal eben Weiche zu holen. Ja, das mache ich. War eine dumme Entscheidung, mit Intermediates rauszufahren. Du hast keinen Grip. Obwohl. Hey, komm. Holy fuck.
Er sagt nicht, die holen sich jetzt Intermediates. Das wäre kacke, wenn die sich jetzt Intermediates holen. Naja, was willst du machen? Ist halt so. Ja, die Reifen überhitzen einfach direkt. Das muss jetzt schnell gehen, Leute. Das muss jetzt richtig fix gehen. Einmal so, einmal weiche Mischung. Es sind noch wenige Autos draußen. Vielleicht voilà. Solltest du jetzt rausfahren, bevor es wieder voller wird. Bin dabei. Schauen wir mal, ob das mit Weichen jetzt besser ist. Nein, jetzt ist es glatt. Ah, ist das kacke. Jetzt brauchen wir Intermediates. Chef, könnt ihr mal was sagen, was die anderen nehmen? Würde mich mal interessieren. In dieser Kurve bricht man sowieso immer schnell aus. Ja. Holy fuck. Ich teste es schon mal vor für unseren Kollegen. Die fahren nämlich jetzt alle raus. Ja. Lohnt nicht. Lohnt einfach nicht. Lohnt einfach nicht. Es hat noch nicht einer eine Zeit gefahren bis jetzt. Nicht einer. Wie geil ist das denn bitte? Was passiert eigentlich, wenn keiner eine Zeit fährt? Wird dann so per Los entschieden oder werden dann die Zeiten von davor genommen? Was eine Scheiße. Ups, nein. Reifen, Intermediates. Bedingungen würde ich zu den Intermediates raten. Ah, danke, dass du mal was dazu sagst. Finde ich aber nett von dir. Könnten wir ja mal hilfreiche Tipps geben und nicht so ist. Solche Tipps. Boah, selbst die Intermediates rutschen. Gut, die sind aber wahrscheinlich noch kalt, dementsprechend sowieso. Ah, guck mal, deutlich besser. Thank you.
Aber es hat immer noch keiner eine Zeit gefahren. Das ist echt interessant. Wie lange geht das Training schon? Lang genug, ne? Vettel hat eine Zeit gefahren. Sehr schön. Gott, verdammt. Ich habe keinen Bock auf ein actionreiches Rennen, das erste. Das macht mir ein bisschen sehr actionreich. Sehr überhollastig war das auch noch. Boah, DRS ist nicht verfügbar übrigens, weil es nass ist. So, ich muss einfach jetzt nur eine gute Platzierung hinhauen. 1,50 wäre super. Na, 1,50, 1,51 wäre auch noch machbar. Dass ich erstmal in die nächste Richtung komme, dass ich erstmal wieder die nächsten 6 Plätze jetzt safe habe. Wo ich nicht bin. Platz 11 bis 16. Q1 habe ich eine gute Zeit hingelegt, Q2 wird jetzt katastrophal. Eieiei. Ach du Scheiße. Ich verliere im zweiten Sektor extrem viel Zeit. Noch 5 Minuten, alles klar. Gut, dass das Rennen nicht so wird. Da geht trotzdem noch mehr. Beziehungsweise, da muss mehr gehen. Ich habe ihm zur Stabilisierung geholfen, ne? Nicht wundern. Ich habe ihn nicht extra angeditcht, also ich habe ihn extra angeditcht so ein bisschen, damit er stabil bleibt, weil er rutschte so ein bisschen. Hier im zweiten Sektor verliere ich extrem viel Zeit. Oh, es ist einfach eklig. Lohnt sich das jetzt noch draußen zu bleiben? Ich glaube nicht. Also für diese Runde zu Ende fahren. Wir fahren rein. Ja,
Das wird interessant, das Qualifying. Da. Oh, sechs, ja, gut. Er ist richtig. Bei Sektor 3 verliere ich extrem viel. So, wir spulen aber jetzt erstmal vor. Wenn mal eben die Zeit hier runtergeht. Ich weiß gar nicht, was ist denn derzeit das Ziel? Wir haben eine 1,50494. Ja. Jetzt brauchen wir, glaube ich, Regenreifen. Ziel werde siebter oder besser. Also wie beim letzten Mal. Felipe Massa hat Intermediates drauf. Okay. Intermediates. Auch welche. Der hat, glaube ich, Regenreifen gehabt. Videos. Zurzeit sind nur wenige Autos draußen. Wir sollten jetzt vielleicht auch rausfahren. Ich warte wieder kurz. Jetzt. Jetzt sind wir auf dem Weg, meine Freunde. Hoppala. Achte auf die weiße Linie. Bis hier keine Strafe. Ja, es ist nass. Konnte man damit den Test einmal erste Gang einmal richtig schön Gas geben. Da rutscht das Heck bei nasser Fläche auf jeden Fall extrem gut runter. Auf jeden Fall. Unser Kollege ist Erster. Also er ist der Erste, der auch eine schnelle Zeit fahren wird. Regen. Ich bin absolut scheußlich im Regen. Im Regenrennen, aber auch im Regen voll für eins. Die Reifen sind schon sehr kalt. Also ich bin mir nicht sicher, ob Regenreifen sogar schon fast die bessere Wahl wären. Ich bin mir da echt null sicher. Könnte sein, muss aber nicht. Thank you.
Ja, Bestzeit, erster Sektor ist klar. Jetzt fährt ja jeder noch Bestzeiten, bis eine Zeit gefahren ist. Die sollte jetzt gleich gesetzt sein. Wird natürlich direkt getoppt von Massa. Bock die Karre gerade rum. Soll ich jetzt hier, dass ich den Sprit sehe? Alter, ich komme gar nicht aus dem Arsch hier. Furchtbare Zeit hier. Zehnter. Könnte keine Bestzeit sein, okay. Die Spritfahrtlampe ist an. Dein Tank ist fast leer. Komm in den nächsten beiden Runden an die Box. Heilige Scheiße, wie was fahre ich hier gerade? Zweite Sektor, dritte Sektor kriege ich hier einfach im Nassen nicht hin. Im Trocknen habe ich halt nur im zweiten Sektor echt Probleme. Es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Zeit als gerade eben. Ob es aber reicht, irgendwie Platz höher zu kommen? Glaube ich eher nicht. Nee. 51, 52. Es hört gleich auf zu regnen. Dann machen wir Folgendes. Die Reifentemperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen perfekt. Ah, ich guck mal, wie ich jetzt hier darauf klarkomme. Natürlich klasse, wenn jetzt der Regen aufhört. Das ist natürlich super. Boah, setzen wir jetzt alles in diese Runde rein? Ja, lass reinfahren.
Wir bleiben bei den Reifen noch. Manche Ecken sind trocken, ja, das ist richtig. Aber manche sind halt auch nass. Und wir holen jetzt einfach nochmal eben schnell Benzin. Wechseln eben auf neuere. Obwohl, ich kann die Intermediates drauf lassen, das ist eigentlich Wumpe. Es geht mir halt jetzt nur schnell eben um das Benzin, dass ich noch ein bisschen Benzin bekomme. Und dann direkt wieder raus, weil dann sollte die Fahrbahn noch ein bisschen trockener sein. Dann könnten wir gucken, dass wir noch eine schnelle Runde hinbekommen. Zack, instant raus, weil Tank ist wieder befüllt. Wieder für 5 Runden, das reicht vollkommen aus. So viel fahren wir nicht. Wenn wir es hinbekommen, könnten wir 2 schnelle Runden schaffen, glaube ich. Aus der Kurve komme ich schon mal besser raus. Ich kriege nur eine schnelle Runde hin. Shit happens. Sieht also gleich alles in einer einzigen Runde. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die Strecke so gut wie möglich unter Kontrolle kriege. Dass ich ungefähr weiß, wo was ist, wo die Strecke scheiße ist, wo sie gut ist. Hier kann ich durchrattern. Hier gehe ich am besten ein bisschen weiter innen rein. Liegt jetzt alles in dieser Runde. Scheiße aus der Kugel gekommen. Jetzt geht's alle um alles hier. Die Zeit können wir nämlich noch zu Ende fahren. Das Blinken geht einem richtig, geht mir auf jeden Fall richtig auf den Senkel. Dass diese aktuelle Runde abschließend blinkt. Ja. Und diese Ecke kann ich jetzt relativ gut fahren. Das heißt, Gas geben und die letzte Kurve gut hinbekommen. Das war das Qualifying. Du stehst auf Position 8 und damit nicht so gut wie erhofft. Oh, wie minimal, wie minimal. Wäre ich aus der Kurve besser rausgekommen. Es ist richtig minimal.
1,50, 939, 1,50, 945. Ah, schade. Renndirektor, was hast du zu sagen? Alle auf Intermediates, alles klar. Keine Zwischenfälle, dann würde ich sagen. Bis zum Rennen.